Von der Stadtpfarrkirche über die Timmersdorfer Gasse bis zum Bergmannsbrunnen. Zum 30. Mal kam das Land in die Stadt Leoben und präsentierte Köstlichkeiten, Kreatives und Kunsthandwerk aus der Region. Stadt-Land-Fest gibt es in Leoben seit 30 Jahren. Wenn das Wetter schön ist, kann man sehr viel erleben, denn die Bäuerinnen und Bauern, aber auch andere Händler oder Gastronomen machen mit und machen einen Teil der Leobener Innenstadt zur Bühne für ein sehr großes Erntedankfest. Nach dem Erntedank-Gottesdienst und der Festeröffnung am Kirchplatz konnte man bis 8 Uhr abends ein gemütliches und vor allem wohlschmeckendes Programm genießen. Im wahrsten Sinne des Wortes mittendrin war Irines Käseeck, das mittlerweile schon seit 19 Jahren Teil des Stadtlandfestes ist. Und auch hier schwärmt die Chefin nicht nur von den eigenen Spezialitäten. Es gibt super gute Händeln, es gibt super guten Käse, es gibt Speck, es gibt Sturm. Also für die Kulinarik ist gesorgt. Strudelsuppen, Kässpotzen, Bauernkropfen und Kreisschmarrn gab es beim Stand der Bäuerinnen aus der Region. Und das Wichtigste, auch hier ist alles hausgemacht. Die sind von allen Dingen also bäuerliche Produkte. Nicht? Also die sind alle selber gemacht und die Produkte sind einfach regional, also aus der Umgebung bezogen. Und ja, das ist das Beste, was man machen kann. Bei so viel Landliebe und strahlendem Sonnenschein war der Tag in der Stadt hoffentlich für Aussteller und Besucher ein gelungener Herbstsonntag. Wir erwarten uns heute, das Wetter ist schon mal perfekt, also nette Gespräche und guten Verkauf, dass die Leute auch unsere Produkte verkosten können und auch gute Sachen mit nach Hause nehmen.